karges Hochgebirgsland, doch langsam wird es grüner. Der mächtige Berg Ararat, biblisch. Hier soll nach der großen Sintflut die Arche Noah gestrandet sein. Ararat, Symbol Armeniens. Jetzt getrennt durch die Grenze zur Türkei. Bis zu ihrer blutigen Vertreibung aus dem Osmanischen Reich im vorigen Jahrhundert lebten Armenier auch auf der anderen Seite des Ararat. Gerade laufen Verhandlungen über die Grenzöffnung, ein sensibles Thema. Das Ararat-Tal ist die grüne Seele Armeniens. Ende September ernten die Bauern der Grenzregion ihre Weintrauben. Das ist Familiensache für die Melkonians. Großväter, Tanten, Onkel, alle müssen ran. Die Melkonians beackern seit 60 Jahren diesen Flecken Land und ernten das Beste. Die Besonderheit der armenischen Traube ist der süße Geschmack. Sie sind geeignet für den besten Cognac oder Wein. Aber diese Traubensorte hier bei uns in der Ararat-Ebene, die ist einfach zuckersüß. Zur Weinernte müssen auch die Kleinen zupacken. Dafür bekommen sie sogar ein paar Tage schulfrei. Schließlich ist die Ernte ein Familienereignis für die Melkonians. Da dürfen die Jüngeren mitmachen. Der 12-jährige Virab ist ein kräftiger Bursche. Zwei prall gefüllte Eimer, die schafft er locker. Ich mache das gerne. Sind doch alle aus der Familie dabei. Von meinem Anteil kaufe ich mir dann ein Handy. Diese Trauben soll ich auch mal probieren. Stimmt, zuckersüß. Und dann kommt Davids großer Auftritt. Denn noch viel mehr Spaß als Trauben zu pflücken, macht ihm das Schmettern armenischer Popsongs. Auf den Feldern geht am frühen Abend die Weinernte zu Ende. Die Familie Melkonian hat sich zum Picknick versammelt. Zum Abendessen gibt es Hühnerschaschlik. Das Fleisch muss man Stunden vorher mit Salz, Paprika und etwas Zitrone vorbereiten. Dann schmeckt es richtig gut. Grillen ist Männersache in Armenien. Das ist unser Nationalgericht. Armenisches Schaschlik. Wie soll ich sagen? Das ist einfach das Beste. Die erfolgreiche Ernte feiert die Familie direkt neben dem Feld. Geschafft. 7 Tonnen Weintrauben verlassen das Ararat-Tal am Abend. Einige 100 Liter Wein könnten es werden.